Herzlich willkommen, Leute. Es ist Kriegszeit am Sonntagvormittag. Heute mal kurz vor 11. Ist ja eher nicht so meine Zeit, aber ja, ist halt so. Ja, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen von gestern. Weil gestern war der Tag ja schon lang. Aber nichtsdestotrotz gucken wir einfach, wie läuft. Los jetzt. Deutsches Duell übrigens. Mega. Los. Was ist denn das hier? Da noch ein Bild. Das Bild sollte da natürlich nicht sein. So, wir spielen deutsches Duell gegen die Drachenkinder. Ja? Herzlich willkommen. Jo. 135 Angriffe haben sie noch. 1643 Punkte. Wir haben 1168, also sagen wir mal 500 Punkte Rückstand und haben einen Angriff weniger. Das heißt, das sieht schon wieder nicht gut aus. Ist noch nichts gelaufen, aber es sieht erstmal noch nicht gut aus. So, Gronul schnappt sich den Gegner, den ich eigentlich nehmen wollte. Danke. Aber Gronul wusste nicht davon. So, okay, wir haben Kriegsausgleich. Jo. Ja, also alles, was Erlang-Schengen, Dunkelfeder, hier auch Sternläufer ist, ist natürlich unfassbar übel gefährlich. Aber hey. Was soll's? Okay, so. Dann wollen wir mal. Mal gucken hier. Was wir so veranstalten. Nehmen mal den. Wir nehmen mal den mit Grün. Und ja, ich weiß, das Kriegsausgleich. Heißt, alles Mögliche wird entfernt. Recht viel Heilung drin. Let's fetz. Wird schon schief gehen. Okay. Bisschen lila ist da, bisschen grün ist da. Mal kurz gucken, wie wir das Grüne da spielen. Ich kann Grün so spielen, dass es in Lila geht. Das würde dann in Pfefferflamme reinrutschen. Auf der rechten Seite, wenn ich das so spiele, dass es in Lila geht, geht es aber automatisch auch in Gelb und in Luna rein. Ich könnte die Vierer-Bombe in Nautica spielen und hätte dann immer noch ein grünes Match für Pfefferflamme. Das machen wir mal. Okay. Mordsmäßige Eskalation. Wartet nochmal. Genau, machen. Erst dich, dann dich, weil du mehr Schaden draufhaust im Nachhinein. Stand hier halten, okay. Ich habe jetzt überlegt, ob ich eventuell warte, bis ich noch einen grünen Stein bekomme, damit Rotz 2 trifft. Aber da Luna nicht mehr da ist, können wir das ganz gepflegt spielen. Weil Pfefferflamme finde ich sehr, sehr unangenehm. Von daher
Nehmen wir sie lieber gleich runter. So, jetzt haben wir hier auf der rechten Seite recht viel Platz. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir uns da so ein Stück für Stück ein bisschen das Board zurecht murmeln können. Na gut, das ist natürlich Glück ohne Ende, ja. Ich würde vorschlagen, wir bumsen da auch noch direkt drauf. Weil warum nicht? Egal, ob das gecleant wird oder nicht. Weil Dunkelfeder müsste umfallen eigentlich. Okay. 191. Dann spielen wir mal die Lilane noch. Hat nicht gereicht. Dann holen wir mal Ludwig mit dazu. Wie viel hat Dunkelfeder noch? 5. Gut. Achso, ja. Über Stein getötet. Ja. Getötet. So, okay. Machen wir das so. Also wir werden die Würfel abbekommen. Natürlich nach dem Equalizer, der kommt ja immer so schlecht. Aber das Thema per se ist durch. Von daher alles gut. So, dann machen wir noch einmal Rotz drauf und dann sind die weg. War natürlich ein Zuckerboard, ne? Muss man auch mal so sagen. Und ja, ich brauche halt auch ein bisschen Zuckerboard. Sonst ist halt schlecht. So, was haben wir da? Pfefferflamme Erlang. Ukunen. Machen wir mal hier. So, Hathor steht da außen nicht gut. Wir werden das so probieren. Wir haben nichts zum Clean bei. Also wenn Oberkahn auslöst, müssen wir quasi warten und hoffen. So. Mit Hathor hätten wir die Möglichkeit, eventuell uns zu schützen vor Erlang und vor Pfefferflamme. Natürlich nur, wenn wir Hathor auch vorher anbekommen. Ne? Sonst ist man schlecht. Aber die Möglichkeit besteht. Die Möglichkeit besteht. Von daher probieren wir das aus. Okay. Blau ist ganz schön verstreut. Ich könnte in der Mitte gelb spielen. Das würde in lila gehen und danach hätte ich ein blaues Match, was ich quasi in Erlang spielen könnte. Ich kann links gelb spielen, das rutscht direkt oben in blau, geht dann in gelb und in lila. Also ein Triple Whopper. Ist natürlich viel, was in Erlang geht, aber so kriege ich maximale Boardbewegung rein, um hier irgendwie irgendwas zu machen. So, wir spielen mal das da drüber, weil wir haben schon das Problem, dass Erlang gleich kommt. So. Pfefferflamme kann Negativen widerstehen. Also ich gehe davon aus, dass wir Erlang wegbekommen, spätestens mit Frühregen und Bubbles. Das sollte gehen. Ich würde natürlich gerne, weil ich am gefährlichsten Pfefferflamme finde, Pfefferflamme mit runternehmen. Aber die weicht bestimmt aus. Wir probieren es mal aus. Die widersteht bestimmt. Ja, aber ein Treffer. Sehr gut. So, dann Sprühregen hinterher. Jawohl. So, jetzt haben wir noch 2 rote Steine. 336 Leben hat er noch. Wir haben 2 rote Steine drunter, die wir reinspielen können.
zwei rote Steine drunter. Ich überlege natürlich, ob ich Oberkahn jetzt mir schnappe, ne? Nee. Wir nehmen Erlangen. Ich finde Oberkahn, ja, genau. Ja, okay. Hätte sich dann sowieso geklärt an der Stelle. Danke dafür. So, zum Glück ist er wenigstens weg. Ich sehe das Blaue, ne? Ist kein Problem. Ich würde aber ganz gerne vorher mal Rot anbekommen. Macht das Sinn, da den Diamanten zu spielen? Nee, wir spielen den so, dass wir Blau danach nochmal haben. Oder so, ja. Okay. So, wir brauchen dringend Heilung. Also, steht außer Frage. So, wir warten jetzt, bis der Equalizer durch ist. Und dann werden wir irgendeinen Mana wegnehmen. Wir nehmen einen Mana weg. Da hinten. Ich war den mit den roten weggeboxt. Ich hatte eigentlich überlegt, das ist eigentlich Ureal. Pass mal auf, wir machen das so. Hab jetzt nicht aufgepasst, kann der ausweichen. So. Jetzt schieben wir den einen blauen vorbei. Damit sind Bubbles und der andere Kollege geladen. Und jetzt ist es dann auch gelaufen. Weil er da hinten wird jetzt wegkrepieren. Und dann schicken wir Bubbles noch drauf. Rote Steine hinterher. Und ob der dann Gegenschlag macht oder so, ist auch egal. Okay. Mal gerade was gucken. Mal einmal gucken, dass ich alles ausgestellt habe. Gut, Konzka geht drauf. Okay, so, gut. Also zwei haben wir erstmal. Jetzt wird es natürlich langsam wieder dünne hier. Von meinen Teams her. Hier sind zwei rote bei. Ja. Durch ein dicker Brummer, ey. Dicker Brummer. So, jetzt ist ja die Frage. Ist ja Equalizer. Wenn ich jetzt hier mit Blau rein tiger und ich kriege Ukune nicht schnell genug weg, könnte eventuell der Equalizer dafür sorgen, dass ich diesen Angriffsdown wieder nicht mehr habe, den ich von Ukunen bekomme. Sich erledigt. Hugo drauf. Okay. Ich da mal ein bisschen angucken hier. Das ist natürlich fies, ne?
Den nehmen wir. Den nehmen wir. So. Da ist es. Ich habe es ausprobiert bei Conor gegen Goliath. Da waren sie noch nicht fertig. Also Cinnamon. Jetzt ist er fertig. Und jetzt kommt der erste Einsatz. Nun dürfen wir mal schauen, wie das so wird. Komm. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Hugo ist einmal abgeprallt. Okay. Wir sehen zwei blaue Matches. Eins oben, eins links unten. Lilaner Diamant in Rot muss ich einfach spielen, geht nicht anders. Muss ich nochmal spielen? Geht einfach nicht anders. So, jetzt müssen wir überlegen. Equalizer kommt. Wir werden Cinnamon, sag ich schon, hier in der Mitte gleich normal rausnehmen. Nehmen wir sie raus oder Luna? Riskieren wir den Treffer oder Luna? Mir geht durch den Kopf, wenn ich sie jetzt rausnehme und dann die blauen spiele, dann habe ich die Situation, dass ich Luna triggern werde, was ich eigentlich nicht möchte. Pass auf, wir riskieren es, dass wir Schläge kriegen. Weil wir können mit dir schon sofort gegenheilen. Okay. Das muss ich überlegen. Sie wird auslösen. Normalerweise nach den Equalizer. Was ist jetzt meine, also was ist meine Überlegung? Spiele ich rechts das blaue Match, ist Cinnamon an. Dadurch, dass der den Mana-Slowdown drauf hatte, ist er halt nicht an. Luna wird gleich auftauchen. Sie macht doch hier aber nichts anderes. Also sie macht Schaden, ja. Könnte Lepiota erwischen. Wirker Unverbündete in der Nähe halten vier Zügen, nach vier Zügen 1000 Gesundheit. Wenn es vorher gereinigt wird, nicht. Der Wirker und nahe Verbündete führen vier Züge lang Gegenangriffe mit einer. Das Einzige, was ist, ist, dass mit dem Gegenangriff was scheiße ist, ne? Ich überlege aber, Luna wird gleich wiederkommen. Wenn ich dann Morell, Cinnamon und Sobek auslöse, Sobek geht an den Gegenschlag vorbei, müsste die linke Seite weg sein. Weil Elkanen macht Schaden. Aber die beiden sollten wir überleben. Die beiden sollten wir überleben. Komm, ich riskiert. Die beiden sollten wir überleben. Jetzt gucken wir, ob oder ob nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, schön nach rechts gehen. Oh. Okay.
Morell. Und natürlich, wir hauen in den Gegenschlag rein, ne? Cinnamon. Sobek. Sie stirbt auch gleich. Aber wir sind natürlich auch schon bretterhart angeschlagen. Wir spielen mal hier drüben. So. Da gab es die Heilung. Das heißt, Elkan ist wieder voll. Auch ein dringend. Ich spiele jetzt das mal so. Wir werden versuchen, Elkan gleich rauszunehmen. Ja, ist klar, wie das steht. Wahrscheinlich bei ihr auch. Ja, ist halt blöd, ne? Das ist das Schlimme, das eigentlich Schlimme ist, ich brauche Lila, ich brauche Heilung. Dringend. Deswegen spiele ich jetzt hier extra mal links, also kein Blau oder irgendwas, weil ich brauche unbedingt Diachon. Ansonsten sieht das ganz finster aus. Wir müssen aufpassen, also A, die Zeit läuft. Das ist ein großes Problem, weil Elkan heilt sich ja selbst. Das kann extrem scheiße jetzt werden, weil uns die Zeit quasi wegläuft und wir keine Hitter mehr haben. Also Lepiota ist weit weg davon, Hitter zu sein. So, komm schon. Ist auf der anderen Seite aber auch, wir brauchen eigentlich auch Bordbewegung unter Elkan, sonst wird es halt auch nichts, ne? Komm schon. Das ist nicht cool, Alter. Dass die Zeit läuft, ist nicht cool. Weil er löst gleich aus und dann ist er wieder voll, richtig. Hier gucken wir mal. Ja, nicht ganz voll. Aber schön ist auch anders, ne? Da er allem widersteht. Nämlich 100% am Ende. Ist das halt doof. Aber wir geben nicht auf. Noch haben wir eine Chance, das irgendwie zu lösen. Wir warten mal noch eine Umdrehung. Oh Mann, ey. So. Bitte. Oh. Meine Fresse. Oh Mann, ey. Das war aber eine Scheiße, du. Ja. Eieiei, das ist ja auch was Ekliges. Junge. So, nehmen wir den da noch. So, Sternenläufer, Leonidas. Quatzis. Und der ist auch gemein hier. So, das große Problem ist, dass die Kackeule 40% mehr Schaden
gegen Licht macht. Das ist eigentlich Kacke. Ja. So. Hypnos könnte Dinge entfernen. Aber nicht Pfefferflamme, also da müssen wir auf den Equalizer hoffen und warten. Ist schwierig. Ich habe nur Hypnos und Forces, das wegzunehmen. Auf der anderen Seite gibt es ja den Equalizer. Nicht ideal, sicherlich. Aber ich habe, weiß nicht, habe ein Gefühl. Wird wahrscheinlich wieder Durchfall sein. Und das ist halt, ne, wenn du das jetzt zum Beispiel siehst, dann ist so die Sache, jetzt unabhängig davon, wie ich mein Team jetzt mitgenommen habe, mal angenommen, ich hätte andere Helden zur Verfügung und wäre aber jetzt rot-gelb dort reingelaufen, dann muss man sagen, das Board sagt dir ganz klar, dass du verlieren wirst. Also da müsste jetzt unfassbar was passieren, dass du das nicht verlierst. Das ist eigentlich schon gesetzt, was gleich passieren wird. Weil dafür ist einfach zu wenig los. Wir können noch versuchen, ihn hier vorne zu behindern. Ja, reicht nicht, er wird auslösen. Ich muss mal ins Telefon gehen. Jo. Komm mal. Also, am Ende hast du verloren. Wird so kommen. So, und da ist es jetzt dann auch völlig Wumpe, ne, was du jetzt mitgenommen hast. Das war einfach ein Board, wo du verlierst. Ist halt immer schade, dass ausgerechnet zum Beispiel das Team so um Pfefferflamme und so, wo du endlich dich freust, dass du sowas hast, das ausgerechnet da ist. Ne? So, wir machen jetzt einfach hier den Diamanten. Vielleicht passiert noch irgendwas Wildes. Ja. Sind wir down. So, 3 Points Iro. So, ich muss mal kurz Pause machen und bin gleich wieder da. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und wir haben hier einen Rest, den wir uns jetzt nehmen. Also, Rest ist gut, ne? Immer noch böse. Also ich lasse den jetzt erstmal links liegen hier. Ich habe zwar noch 2 Angriffe, aber auch er hier ist gefährlich. Von daher gehen wir erstmal auf den. So. Die Auswahl wird jetzt natürlich dünner. Wie gesagt, ich bleibe dabei bei dem Match davor. Da kannst du mitnehmen, was du willst. Stirbst du trotzdem weg. So, jetzt sollen wir mal überlegen. Die Erlangs sind ja gut angekratzt.
Ihn finde ich unfassbar unangenehm. Ja. Weil nach 3 Zügen 500 Gesundheit und wenn der Effekt vor Ablauf der Dauer entfernt oder ersetzt wird, erhalten sie stattdessen 800 Lebenspunkte und der Wirker verursacht 500 Schaden an allen Gegnern nach 3 Zügen, wenn der Effekt vor Ablauf 800. Das finde ich unfassbar fies. Also, unfassbar fies. Ja, jetzt ist die Frage... Versuchen wir uns mit Camillas dagegen zu wehren. Eigentlich wäre es ja was für Grün, aber in Grün haben wir natürlich jetzt nicht mehr so viel Auswahl. Ne? Ein bisschen was haben wir noch? Nur noch Gelb. Könnte man auch machen. Versuch mit Wächtergorilla den Sternenläufer zu blocken. Ah, das ist, obwohl der Gegner ja schon halb tot ist, ist das echt gefährlich. Echt gefährlich. Mal kurz mal drüber nachdenken hier. Anju, Quinell und Fock. Boah, ich bin hin und her gerissen, ey. Hin und her gerissen. Jetzt wird es ganz irre hier. Jetzt wird es ganz irre. So. Warum so? Die Leonidasse. Leonidasse hört sich immer so geil an. Also die Leos. Weil sie aller Voraussicht nach, wenn sie halbwegs die Chance haben, wie beim Gegner, sie von dem negativen Scheißdreck, der da unterwegs ist, nichts abbekommen. Ja, also hier Pfefferflamme, Sternläufer, Erlang. Ansonsten bin ich in der Lage, mit drei Leonidas Stück für Stück einen rauszuschießen. Eventuell anders, habe ich mir gerade noch mal überlegt. Ich muss versuchen, die so lange wie möglich am Leben zu halten. Ja, dementsprechend nehme ich die Camillas mit. Ich habe erst überlegt, also, ob ich vielleicht mit Rot, damit ich den Sternläufer umgehe. Aber es geht nur darum, die Leonidasse so lange wie möglich am Leben zu halten. Unbekanntes Ziel, alles klar. Dann machen wir es normal. Kann natürlich sein, dass ich mich gleich ärgern werde, wenn das Feld aufgeht, dass ich dann sage, uiuiui, hätte ich mal Rot mitgenommen. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Egal wie, es ist, wie es ist. Komm. Okay. Gelber Diamant. Das ist mal nicht verkehrt. Den nehmen wir natürlich erstmal. Damit haben wir schon mal zwei Probleme weniger. Oh, ich hätte
bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass Erlangen wegstirbt. So, ihn finde ich scheiße, weil er belebt das Team wieder. Blau haben wir drunter, müsste für Erlangen die 38 Punkte reichen. Also nehmen wir uns erstmal den Guppi hier. Man kann natürlich wieder aufstehen, ist auch klar. So, in der Hoffnung. Natürlich steht er wieder auf, ist ja klar. Natürlich. Natürlich steht er wieder auf. Aber jetzt nicht. So, okay. Dann lassen wir noch eine Runde laufen. Und jetzt gehen wir mit den Camillas auf die Jungs los hier. Das müsste relativ viel Lebensreduzierung werden, erstmal grundsätzlich. Heißt aber noch lange nicht, dass wir gewonnen haben, weil wir haben immer noch das Problem, dass wir aktuell kein Gelb haben. Da kommt Gelb. Das ist gut. Wow, ja, mega. Das war natürlich dankbar. Wir geben uns erstmal Heilung, nichtsdestotrotz. Und versuchen erstmal den ersten hier rauszuschubsen. Haben wir Blau drunter. Dann machen wir es so. Okay. So, dann spielen wir, brauchen wir auch gar nicht die Blauen spielen, dann spielen wir die hier. Und dann ist das gut. Okay. So, die anderen sind mir eigentlich zu fett, muss ich tatsächlich sagen. Aber jetzt habe ich natürlich nur noch viel Schrumpfs, ne? Fällt mir hier irgendwas Spontanes noch ein? Und wir probieren den dann nochmal. Wir probieren ihn doch. Immer noch nicht. Ich vergesse das immer. Ich muss ihn hier unbedingt breaken. Und Alpha breaken. Ich vergesse das jedes Mal. So eine Scheiße. So. Überlege. Wir geben ihr mal die dicke Truppe. Wir gehen Mono. Kongalach heben wir uns auf. Wir gehen Mono. Wir sehen unten grüne Drachenbombe, oben grün und lila in Kombination. Wir hätten die Möglichkeit, eventuell, wenn ich rechts lila spiele, rutscht der eine grüne zum anderen grünen. Alle anderen grünen rutschen auch ein hoch und wir hätten eventuell die Möglichkeit, dass sich im Nachgang ein Diamant bildet. Das probieren wir mal. Okay, der Diamant kam nicht. Dafür ein blauer. Dann spielen wir das so. Oh, viel, 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 viel zu viel, viel zu viel. Grün! Ah.
Wäre da jetzt grün gekommen, ja, nein, jetzt kriegen wir natürlich die Scheiße ab und danach gibt es den Ausgleich, wie es immer so ist, und tot. Okay, habe ich verstanden. Habe ich verstanden, ist eine super Geschichte, hat richtig Spaß gemacht. Danke dir, Arschlochspiel. Ja. Okay. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Dürfen wir noch einmal den Forzis noch runternehmen? Nein, dürfen wir nicht. Die Kaskade war zu viel und der Equalizer kam zu früh. Ganz einfach. Ja. Scheiße. Sonst hätte Potenzial gehabt, dass wir das Ding gewinnen, tatsächlich. Ja. Weil hier war auch keine Heilung mit bei. Oder? Die heilt doch gar nicht, ne? Nö. Hätte klappen können. Hätte klappen können. Aber okay. So, 209 Punkte. Damit kann ich erstmal grundsätzlich leben. Ich habe mir natürlich nicht die Monsterziele heute rausgesucht. Ja, muss man auch mal so sagen. Ne? Ich habe jetzt eher die seichten Ziele genommen. Aber was soll's. Ja, ich glaube, da ja meine Helden so schwach sind, war das okay. Also mit 209 Punkten kann ich leben. Und von daher, das war der Equalizer. Ich glaube, waren ein, zwei spannende Kämpfe bei. Wenn es euch gefallen hat, haut einen Daumen raus und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, es ist Kriegszeit. Bis dahin, macht's gut. Ciao.